Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Dorme dabei. Moin. Ich habe ja angekündigt, dass Dorme das mit mir kommentieren muss. Dementsprechend haben wir Giant Madness gegen Maverick. Yep. Und mit ein bisschen Erdbeben. Oh ja, ein bisschen viel Erdbeben. Weil Live-Aufnahme aus dem Laden. Ja, yes. Live-Aufnahme, beide sieben. Tatsächlich ein Turnier, was auch gelaufen ist. 7-6. Das heißt, Beginn für Madness. Jo. Ja, Madness, ne? Ja. Ist aktuell in aller Munde. Ja, super witziges Deck. Super, super witziges Deck, weil es einfach Turn 1 und Turn 2 den Gegner halt dazu bringen kann, dass er einfach aufgibt, weil man ihn einfach unboxt. Und ich kurz sagen, wer tot ist, braucht nicht aufgeben. Ja, das ist ganz lustig, weil genau sowas wie auf Maverick oder UW Blade oder UW Control möchtest du ja eigentlich treffen, weil du einfach durchrennst. Was wollen sie großartig machen, außer einen Terminus topdecken, und Maverick macht halt noch weniger dagegen. Ich glaube, Uwe Delver will das auch nicht sehen. Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Also grundsätzlich aber ein sehr, sehr cooles Deck, aber gar nicht mal so stabil tatsächlich. Nee, du hast manchmal echt Hände, die gucken sehen stark aus und dann entwickeln die sich total scheiße. Also ein bisschen erinnert mich die Hände dann auch an Prison Deck. Ja, ist es auch ähnlich. Du musst halt sehen, was du mit der Starthand machen kannst, weil meistens hast du keinen Redraw. Das ist halt ganz nett, wenn du halt wirklich so ein Once Upon a Time nett machen kannst. Windschwein. Gute Karte. Ich habe auf jeden Fall ein LED in der Hand gesehen. Da ist ein Fetch. Ja. Ja, leider gar kein so günstiges Deck, ne? Nee, tatsächlich nicht. Also du hast halt vier Duels. Hm. Maverick hat, glaube ich, auch in der Version aktuell vier Duels drin. 2-2, ne? Ja. Oder 3-1. 2-1. 2-1-1, stimmt. Ja. Und die LEDs sind halt unendlich teuer, wenn man sich das mal sieht. Und ja, drei rote. Da wird dann der Avenger castet. Oder war ein Enger im Friedhof. Das ist ein Enger im Friedhof. Avenger sagt, Madness 2, er kann castet werden. Es ist der zweite Spell, es sind zwei Ventschweins. Das heißt, zwei Ventschweins kommen ins Spiel. Und dann geht man mal für 12 ins Gesicht hauen. Der spielt doch schon. Ja, stimmt, hier könnte man die noch nachspielen können. Ja, stimmt. Holoman hätte man nach dem Angriff noch spielen können. Wow, drei Karten. Also das war mal Turn 1 des Gegners scoopt. Ja, also das passiert mit dem Deck regelmäßig tatsächlich. Es hat aber auch ganz andere Hände. Also es kann auch gut einfach mit den Händen ganz einfach anders laufen, sag ich mal. Ja, ich meine, ein gut getimter Counter kann das auch mal zerlegen. Das ist korrekt, ein guter Counter, ein gut getimter Thoughtseize, ein gut getimter Removal. Manchmal hast du halt nur einen Discarder. Und der Vorteil, den Maverick hier hat, ist, dass Maverick hat auch Schwarz mit drin. Ja. Wodurch halt einfach du eben genau dieses machen kannst mit Thoughtseize und ähnlich. Viele Leute machen ja einen Fehler und nehmen Graveyard Hate wirklich dagegen rein. Oh, da ist Thoughtseize, Burning Inquiry, Anger, Ochse und Discard. Oh, ist eine ziemlich stabile Hand eigentlich. Ja, jetzt ist die Frage, Looting. Hübsches Looting. Hat ein bisschen was von Crack oder so. Ja. Das ist wirklich die Frage, was man nimmt. Ich glaube, hier nimmt man das Inquiry, oder? Ich würde auch das... wobei, du kannst mit dem Looting halt auch... Inquiry kann dich halt selber bumsen, ne? Aber ist die Frage, ob du als Maverick-Spieler das Inquiry überhaupt fressen da willst. Da ist ein Endurance auf der Hand. Oh ja. Die kann einen Friedhof wieder reinmachen. Das geht tatsächlich auch. Ist eine der wenigen Graptured-Hate-Sachen, die funktionieren, weil sie den einzigen wirklich relevanten zwei Graveyard-Karten halt treffen. Das ist die Ventschwein und der Ochse. Der Ventschwein und der Ochse, genau. Ja, ist halt die Frage, ob man hier überhaupt Gravediggers Cage boarden würde. Boah. Nee, eigentlich nicht. Das Problem ist halt wirklich, dass Madness ja einen Errata vor Jahren bekommen hat und jetzt halt anders abläuft. Du wirfst die Karten ja nicht in den Friedhof, sondern du wirfst die Karten ja praktisch ins Exile. Ja. Und von dort aus werden sie gecastet oder dann auf den Friedhof gelegt. Und das ist halt ein Punkt, wo ich halt sage, das ist schon gut. So, jetzt haben wir Inquiry abgeworfen, Looting. Ja. Boah. Da ist ein... und den guten Madnesser für eins ins Gesicht. Das ist halt jetzt nicht so geil, ne? Nee. Noch ein LED. LED hinterher. Ich sehe da. Das ist ein LED, war ein Fehler. Ich sehe da ein. Wie heißt das? Eine UF? Nee. Das neue
Ach, das tut weh. Yes, für ein weißes zerstören permanentes Mana-Kosten von X gleich 0. Exile, oder? Destroy, glaube ich. Genau, wunderschöne neue weiße Karte. Sehr, sehr, sehr strong. Beat für 3. Das dürfte mal 14 sein. Yes, 14. Dann. Oh. Ja. Thespian Stage heißt, Maverick spielt hier mit Duck-Dove-Kombo. Sehr, sehr cool. Oh, ganz oben ist der Grist. Ja, neue Planeswalker. Der ist ja auch da drin. Ja, auch sehr, sehr, sehr cool. Alleine, weil man ihn halt einfach tutoren kann. Green Sun Zenith for win. Green Sun Zenith, ganz gut. Hier kommt Shine Removal. Black Engineer auf Lizard? Auch eine Art. Ja, Black Engineer auf Lizard. Legacy 2021. Auch nicht erwartet vor dem Jahr. Sehr, sehr schön. Aber 4 Karten in der Hand und es passiert genau nichts. Das ist jetzt genau der Punkt, an dem halt sich Maverick ein bisschen stabilisieren kann, wenn da jetzt genau. Tireless Tracker. Tireless Tracker. Scheiß der Clues. Wird größer. Was denn das Wort ist? Scheiß der Clues. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Double Fetch. Ja, damit hat man 4 von 6 Ländern, die dieses Deck spielt, rausgesucht. Mhm. By the way, das Bayou ist eine Budget-Option. Normalerweise spielt man hier eine Tiger. Aber ich weiß, dass der Madness-Spieler nur eine Tiger besitzt. Aber 4 Bayous, deshalb spielt man ein Bayou da drin. Ja, Hauptsache eine Grünquelle. Ja. Enge Hardcast. Ja, da läuft schon irgendwas schief. Ja, nee, großartig. Das ist genau der Gameplan, den man hat. Und, ja. Wenn man den jetzt geblockt bekommt, kriegt man den sogar in den Friedhof. Ich meine, man hat zwar schon einen. Man hat schon einen im Friedhof, ja. Vielleicht besser. Aber das Problem, dass der Ochse aktuell halt 5 Mana kostet. Ja. Da ist noch ein Scavenging Ooze. Ja, das übernimmt jetzt, glaube ich, einfach den Laden und. Ja, Maverick wird hier sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einfach jetzt. Overhead kommen, Angriff nur mit dem, damit, wenn man blockt, man den Clue cracken kann. Ja. Verliert der Gegner das Anger, fertig. Ja, ja. Ist die Frage, ob man hier dann trotzdem blockt. Ich glaube einfach nicht. Einfach nur, falls man noch einen Swing hinkriegt. Hier wird nicht der Clue gecrackt. Interessant. Ja, man will sich die 2 Grünen offen lassen. Ja, das stimmt. Definitiv. Würde ich auch nicht anders machen. Und könnte man Hardcast Endurance machen? Ja, das wäre, glaube ich, sogar richtig gut, weil dann sind die Enger aus dem Friedhof. Ja, dann milt man halt 3 Karten. Ja, okay, so, ansonsten milt man 2. Ja, sonst milt man auch 3, aber man behält halt eine random. Oh, okay. Macht nichts. Okay, strong. Dass man hier wirklich hingeht und. Spalt. Ja, okay, auf der anderen Seite kann man halt jetzt, wenn irgendeinen tangiert, halt den 1, rausfressen im Zweifel. 2, 3. Wow. Nur Schund für den Madness-Spieler. Ja, die darf man behalten und die anderen 3 gehen drauf. Und? Dark-Dorf-Ding und, genau. Ja, da war jetzt gerade wahrscheinlich die Frage, ob man das hätte reinflashen sollen. Ich denke, man hätte es können. Ja, dicke. Pass. Ein Hollow One, 4-4 Hollow One. Ja, der macht jetzt auch nicht mehr so viel, ne? 3, Flashback Looting. Why not? Das Problem ist halt, dass man hier den Ding auf keinen Fall in den Friedhof legen kann. Den Ochsen? Ja. Und jetzt kann man hier halt auch als Maverick-Spieler vor Combat die beiden Enger fressen. Jo, dann passiert nämlich gar nichts im Combat. Oh ja. Das ist nicht gut für einen Madden-Spieler. Aber zeigt auch ganz gut, was ein Thoughtseize halt auch anrichten kann. Mhm. Ja, ist halt ein Combo-Deck im Endeffekt. Ne? Ja, genau. Je nachdem, ist was du halt mit dem Thoughtseize triffst, ist es halt. Oh, da war, glaube ich, die Crop Rotation. Nee. Noble Hierarch. Noble Hierarch. Das Double Masters Extended. Aus den Extra. Yep. Double Masters. Yep. Die Frage ist jetzt halt. Kann man hier als Madden-Spieler noch zurückkommen? Ich sehe es persönlich nicht, ehrlich gesagt. Ich irgendwie auch nicht. Ja, also so gar nicht. 4 hauen. Den Enger, der pumpt sie, den Scavenging Ooze kriegt man nicht. Ja, nee. Der wird immer richtig reingehalten. Ja, vor allem, weil man halt hier
tatsächlich noch zwei Kreaturen im Friedhof hat, weil man darf nicht vergessen, der Grist ist halt auch eine Kreatur im Friedhof. Ja, und der Gegner hat ja auch noch Kreaturen. Ne, der hat gar keine Kreaturen im Friedhof. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind keine Kreaturen mehr von Madness im Friedhof. Doch, eine noch. Also man kriegt drei. Drei Kreaturen sind im Friedhof. Stimmt, der Lizard ist doch im Friedhof. Der Lizard ist im Friedhof, der Endurance im Friedhof und eben Grist. Ja, ist halt die Frage. Ja. Was man jetzt macht. Also ich würde halt eh nicht blocken als Madness-Spieler, weil nee, du musst halt darauf hoffen, dass du das irgendwie noch hinbekommst, ja, den umzubumsen. Ich meine, aber 15 Leben ist halt bei dem Board halt auch, ja. Ja, genau. Da ist es Scoop. Dann geht man lieber in Runde 3 und versucht nochmal eine neue Hand, eine bessere Hand zu bekommen. Ja, das hat man ja Turn 1 gesehen, was passiert. Ich glaube, da ist halt auch das Problem, wenn man on the draw ist, kann man halt interrupted werden durch den Discard. Genau, Discard oder auch Daze oder ähnliches, also Counterspells, die nicht ganz so mal Ressourcen sind. Gerade Daze ist da, glaube ich, eher noch ein Problem, weil du manchmal echt on the edge spielst. Ja, genau. Gerade wenn du ein Stinkweed Imp oder so was Turn 1 brauchst. Ja. Da kommt der Mulligan. Mulligan. Der gute alte Mulligan. Da ist jetzt die Frage, ja, auf was will man gehen als Maverick? Ich glaube, du gehst einfach hin und versuchst einfach eine schöne Hand zu haben, die man spielen kann mit Mana Dog, Removal. Green Sun. Und wie gesagt, ein Mana Dog. Erste Runde Land Mana Dog, zweite Runde. Ja, in der Hoffnung, dass man sich das erlauben kann. Es gibt ja auch Spiele, aber es gibt auch genug Spiele, die halt nicht Turn 1 oder Turn 2 zu Ende sind. Also es gibt auch genug und ich denke auch, dass das wirklich okay ist. Hier ist ein Thought, sich zum Beispiel als Disruption, was ganz gut ist, wenn der Gegner nicht Turn 1 komplett aufgeht. Putridimp. Okay. Stimmt, Putridimp ist da ja nicht. Okay. LOL. 1, 2, 3. Ja, okay. Das sind 11 Damage, geht der Spieler auf 9. Selbst wenn da. Warte mal, wenn der. Das Problem ist, du kannst einen Lizard pumpen. Das heißt, du hast so oder so 9 Damage auf der Board. Ja, und das steht ist, schon. Ja, keine Chance. Keine Chance. Wird nochmal gerechnet. David du musst so blocken und du machst halt. Ja, zwei Hände, die einfach dämlich waren, aber gut, was wir machen. Kurzes das Spiel. Passiert halt, ja, sehr kurzes Spiel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.